Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 12.07.2023, zu einer neuen Folge, und diesmal habe ich echt viele interessante Neuigkeiten für euch, darunter Infos zu noch nicht angekündigten EA-Spielen, zu Call of Duty, zu ETS 2 und noch vieles mehr. Aber vorab möchten wir uns bei dir bedanken. Bedanken, dass du dir unsere News anschaust, also vielen lieben Dank. Und das, was jetzt kommt, sind die News der letzten Tage. Mehrere NBA-Spieler posteten in den vergangenen Tagen auf Instagram und Twitter, dass sie die Möglichkeit erhalten haben, eine Demo des kommenden Call of Duty abzuspielen. Auf den Bildern sieht man mehrere NBA-Spieler, wie sie an PS5-Konsolen sitzen und ein Call of Duty-Spiel spielen. Ob es wirklich das kommende Call of Duty ist, kann man leider nicht eindeutig erkennen. Auch die genutzten Banner mit dem neuen Call of Duty-Logo sind kein eindeutiger Hinweis dafür. Das Anspiel-Event fand im Rahmen der NBA-Sommerliga statt, die derzeit in Las Vegas ausgetragen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Activision Blizzard noch nicht offiziell der Gamescom zu bzw. abgesagt, somit gibt es noch Hoffnung, dass wir eventuell das kommende Call of Duty in Köln anspielen dürfen. Eine richtungsweisende Entscheidung wurde am Dienstag in den USA getroffen. Das US-Gericht in San Francisco hat den Antrag der Federal Trade Commission auf eine einstweilige Verfügung im Übernahmepoker um Activision Blizzard nach 5 Tagen ausführlicher Anhörung abgelehnt. Die Entscheidung von Richterin Cawley kann für Microsoft als großer Sieg angesehen werden, da der Deal wohl eines der größten und entscheidenden Hürden genommen hat. Zwar ist der Deal aber noch nicht durch, da die FTC noch Berufung einlegen kann, allerdings dürfte der Kauf von Activision Blizzard jetzt deutlich realistischer sein. Eine Entscheidung zugunsten der FTC hätte die Übernahme noch weiter verzögert, wenn nicht sogar komplett verhindert. Also langsam nähert sich der Deal einem Ende. Nur ein Land ist noch nicht überzeugt und wehrt sich erbittert gegen den Deal. Es ist Großbritannien. Jetzt habe ich eine Message für euch, wo ihr richtig sparen könnt. Denn bei Ubisoft gibt es aktuell noch bis zum 20. Juli den großen Summer Sale mit satten Rabatten von bis zu 75% inklusive 10 Euro Wallet Guthaben bei Bestellung über 20 Euro. Das sollte man definitiv nicht verpassen, deshalb nutzt unseren Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr an diesem Wochenende noch nichts Besonderes vorhabt, dann könnte dies ein perfekter Tipp zum Wochenende sein. In der Karriere eines jeden Rennfahrers gibt es ein paar Strecken, die als legendär gelten, darunter auch die grüne Hölle, der Nürburgring. An diesem Wochenende findet genau dort der internationale ADAC Truck Grand Prix statt. Und neben spannendem Truck Racing könnt ihr auch vor Ort den ETS 2 und ATS Entwickler SCS Software treffen. Beim polnischen LKW-Trailer-Hersteller Wilton, zu deren Trailern auch bald ein DLC für ETS 2 erscheint, könnt ihr im legendären 4D-Bewegungssimulator eine ganz besondere ETS 2 Demo-Version kennenlernen und schon vorab erste Einblicke ins kommende DLC erhaschen. Am Montag enthüllte EA das Cover der EA Sports FC 24 Ultimate Edition. Und dieses zeigt einige der größten Stars der Fußballwelt, darunter Alexandra Popp, Rudi Völler, Pelé, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Jude Bellingham, David Beckham, Erling Haaland, Virgil van Dijk und. Mit dem hochkarätig besetzten Cover läutet EA Sports eine neue Ära ein. Und wohl nicht nur das, der FC 24 Ankündigungstrailer zeigt sogar ein Trikot eines deutschen Bundesligisten, das noch nicht mal offiziell vom Club vorgestellt wurde. Ups! Hat da wohl EA ein Trikot geleakt? Bei dem Trikot handelt es sich um das Trikot von Bayer 04 Leverkusen, das von Florian Wirtz getragen wird. In Leverkusen dürfte man weniger amüsiert sein über diesen Leak. Wobei es noch nicht bestätigt ist, dass es sich auch tatsächlich um das echte Trikot von Bayer 04 handelt. Was aber von EA bestätigt wurde, ist, dass der Trailer komplett in der Frostbite Engine aufgenommen wurde. Und wir am 13. Juli bei einem besonderen Livestream-Event um 18.30 Uhr weitere Einzelheiten zum bevorstehenden FC 24 erfahren werden. Link zum Livestream in der Videobeschreibung.
Wir dürfen uns auf einen neuen Max Martial Arts Ableger von EA Sports freuen. Der US-amerikanische Publisher kündigte offiziell auf Twitter das für den September 2023 terminierte EA Sports UFC 5 an. Zudem wurde auch eine Webseite online gestellt, auf der sich Fans für weitere Informationen über das kommende Spiel anmelden können. Link wie gewohnt in der Videobeschreibung. Für welche Plattform UFC 5 erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Entwickler Respawn Entertainment ist aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Das EA-Studio sucht einen Principal Game Writer, einen Senior VFX Artist und einen Audio-Ingenieur, die an Star Wars Jedi arbeiten sollen. In der VFX-Stellenbeschreibung wird Unreal Engine 5 Erfahrung als ein großes Plus aufgeführt. Ein Moment, Unreal Engine 5? Hat nicht Game Director Stig Asmussen gegenüber IGN in IGN Unfiltered gesagt, dass Respawn für ein drittes Spiel der Serie von Unreal 4 auf Unreal 5 wechseln würde? Kombiniert mit dieser Aussage und den Stellenausschreibungen könnte man stark vermuten, dass man am dritten Jedi-Teil arbeitet. EA hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass man eine Vereinbarung unterschrieben hat, dass EA zusichert, mehrere neue Spiele auf der Grundlage der Marvel-Lizenz zu entwickeln. Nun ist eines dieser Spiele bekannt. Beim EA-Studio Cliffhanger Games, das im Jahr 2021 gegründet wurde und von Kevin Stevens geleitet wird, befindet sich ein Solo-Action-Spiel auf Basis von Black Panther in Entwicklung. Großes Augenmerk liegt bei der Entwicklung auf die große offene Welt, die zum Erkunden einladen soll und jeden Aspekt von Wakanda, seiner Technologie, seinen Helden und seiner Geschichte beherbergen soll. EA nennt keine weiteren Details als auch keinen Release-Zeitraum. Ja, das war's mit dieser News-Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Und sehr gerne dürft ihr auch diese News euren Freunden teilen, damit nicht nur ihr up-to-date seid. Und damit ihr up-to-date bleibt und keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es am kommenden Samstag. Bis dahin. Bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.